Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur Folge Nummer 5 in Jurassic World Evolution. Mein Name ist Aines und ich danke euch fürs Einschalten. In der letzten Folge haben wir Gehege für den Ceratosaurus gebaut und einen Strontemimus noch freigelassen. Also ins Gehege. Elfriede war es nicht. Der hat übrigens gar keinen Namen bekommen in der letzten Folge. Das machen wir mal schnell. Der war es nicht. Wo ist der denn? Mensch. Ja, Vorführeffekt, wie man es kennt. Oh. Da ist einer. Ich weiß, ob es der war. Nee, aber da ist noch einer. Oh, komm, Elfriede und Elfriede. Oh, okay. Das war ein Bug bestimmt. Das kann ja nicht sein, dass beide gleich heißen. Das habe ich nicht gemacht. Elfriede. Oh, Mensch, wo seid ihr denn jetzt? Wie gesagt, Vorführeffekt. Und dann... naja. Finde ich jetzt nicht. Ich will das jetzt auch nicht die ganze Zeit hier so ein Suchspiel draus machen. Dafür seid ihr nicht da. Ach, der ist Alpha. Da gibt es... Bei Triceratops gibt es auch sowas. Das wusste ich ja gar nicht, dass die so ein... wie bei Wölfen. So ein Alpha haben. Naja. Wieder was gelernt. Das Spiel bildet einen noch ein bisschen aus, ne? Auf jeden Fall kommt jetzt der spannende Teil, Leute. Wir lassen den Ceratosaurus frei. Und ich bin richtig gespannt, Leute. Unser erster Fleischfresser. 1, 2, 3. Hohoho, Leute. Diesmal ein Ceratosaurus. Auf dem Rücken befinden sich markante Stacheln und er trägt ein Horn auf dem Schädel. Ziemlich genau das, was man nicht antreffen will, wenn man alleine unterwegs ist. Oder in einer Gruppe. Oh Mann. Also den will ich auch nicht in echt treffen. Boah, Leute. Guckt ihr euch den mal an, ey. Was der für ein Schädel hat. Der Schädel ist größer. Also der Umfang. Also fast so groß wie sein... Rücken hier. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ich bin auf jeden Fall beeindruckt von diesem, von dieser Kreatur. Wahnsinn. Wahnsinn. Unser erster Fleischfresser, Leute. Das bringt jetzt richtig Geld, glaube ich. Also, ja. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut geglückt. Unser erster Fleischfresser. Den geben wir auch jetzt einen Namen. Ich weiß nur nicht, welchen Namen wir den geben. Wie nennen wir den? Den nennen wir aber Max. 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 Das passt doch gut. Max Killer. Wie schlecht. Jetzt geht der erstmal fressen. Das wollen wir uns mal angucken. Ja, Leute. Boah, schön Fleisch. Ja, das mag der. Oh, Leute. Heftig. Wahnsinn. Unser erster Fleischfresser. Der isst hier alles auf, du. Ich hoffe, die Rangerstation, die Mitarbeiter sind vorbereitet auf diese, auf dieses Biest hier. Oh Mann. Ist er schon satt? Ja, der ist satt jetzt. Therapole und frisst große Mengen Fleisch. Keine Fische. Muss jeder in den Fliegpark quellen. Sein Tortur und so ein größere Gras. Ist er dann zufrieden überhaupt? Eine Tonne wiegt er. Wow, Leute. Eine Tonne. 90er Bewertung. Ich glaube, den geht's gut, ne? Also. Also beschweren kann er sich, glaube ich, nicht hier. Hallo, ich habe mich gefragt, ob Sie an einem neuen Auftrag interessiert sind. Das nehmen wir an. Einfacher Auftrag, schnell verdientes Geld. Ja, schon fällig. Das war ja einfach. Ich Ihnen was. Versprochen. Sehr gut. Das mit der Dinosaurier-Sichtbarkeit haben wir ganz gut weit oben. Ich würde jetzt gerne mal was forschen, Leute. Ein paar Sachen gegen Krankheiten.
damit wir... Ich gucke mal kurz. Ist irgendwie verklickt hier. Wo war das denn? Ja, hier. Bisschen Schwarmklon. Haken und Parasiten, ja. Das machen wir. Wir wollen ja länger was von unseren großen Freunden haben. Ceratosaurus. Also ich bin echt bald. Oh. Ja, Leute, das ist ein Dinosaurier, ey. Ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt von dem. Also wenn ich den sehe, freue ich mich schon auf die anderen. Weil der ja schon sehr cool ist. Dann werden die anderen ja erst recht noch größer und noch mächtiger, Leute. Forschung abgeschlossen. Boah, das ging aber schnell. Jetzt können wir mal gucken, ja. Oh, das war falsch. Forschung. Wir forschen jetzt auch mal weiter. Gebäude, was haben wir denn gewonnen? Kleiderladen. Nö, nee, das brauchen wir noch nicht. Gebäude-Upgrades. Ausfallschutz. Wollen wir sowas haben? Ah, das ist gut. Die Dinos mit Dinosaurier. Ja, das ist doch gut. Das nehmen wir. Dann können wir auch ein bisschen mehr riskieren und riskieren und, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Den Heli schicke ich nochmal los. Huyangosaurus, oder wie der heißt, den wollen wir ja auch noch haben. Da. 46% haben wir jetzt. Fossilienzentrum. So. Ne, ist noch nichts da. Ja gut, dann müssen wir ein bisschen warten, meine Freunde. Und ich schau mal wegen noch einen nächsten Auftrag. Vielleicht finden wir ja was, ne? Die Frage ist nur, was wir nehmen. Von den Balken her wäre Wissenschaft und Sicherheit dran. Wir nehmen mal Sicherheit. Riskieren es mal mit dem schleimigen Typen hier, der so aggressiv ist. Diese neueste Herausforderung kommt etwas überraschend. Aber ich bin mir sicher, dass sie sich erstellen Das ist werden. Machbar. Das sieht machbar aus. Ich glaube, das ist sogar schon fertig. Ne, 2 Sterne brauchen. Das ist die Mission. Ja, okay. Ich bin gerade überlegen, ob wir noch einen Ceratosaurus machen. Einfach so, Leute. Einfach noch einen Ceratosaurus. Nummer 2. Ne? Oder machen wir noch ein paar Pflanzenfresser. Edmontosaurus oder so. Ich glaube, wir machen noch einen Edmontosaurus auf jeden Fall. Oh, genug ein bisschen modifizieren. Haben wir einen anderen Fellfarben? Ne, leider nicht. Bewertung. Achso, das ist schon auf dem höchsten hier und hier. Ja, dann ist das aber langweilig. Dann haben wir wieder den gleichen Dino, ne? Ist auch langweilig. Dann warten wir lieber auf den Huyangosaurus. Ja, und riskieren einen guten Ceratosaurus. Machen wir so, das ist doch ein Deal, Leute. Weil wenn der klappt, dann haben wir auf jeden Fall einen richtig guten... Einen richtig guten Dino. Jetzt machen wir erstmal ein Fell hier. Da haben wir auch Unterschiede zwischen den beiden. Zu zweit sollte man die erhalten können. Das war ja kein Problem. Hoffe ich jedenfalls. Da stand ja auch in der Infobox drin. Hier. Das geben wir auch. Hälfte der Zähne natürlich. Nur Zähigkeit der Haut. Okay, Leute. Jetzt bin ich gespannt. 830.000 Mann. Oh Mann, das ist mehr als die Hälfte von das, was wir haben. Aber wir riskieren, ne? Wir riskieren. Jetzt bin ich aber gespannt. Das klappt, Leute. 69%ige Chance. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und um das Herr zu werden, müssen wir noch einen lebendigen Futterspender bauen. Das machen wir auch mal. Das ist hier eine schöne Ziegel. Die machen wir mal schön sichtbar hier in der Mitte. In der Mitte vom hier Beobachtungsgalerie. Da ist die Ziege, Leute. Mal gucken, ob er die Ziege frisst. Erfolgsrate haben wir, ja, das haben wir auch. Boah, Leute, ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Angst, ey, dass das nicht klappt. Ey. Wenn das nicht klappt, dann haben wir auf jeden Fall über die Hälfte unseres Geldes in Sand gesteckt. Ja. Und wortwörtlich, ja.
in ein paar Fossilien, die nicht funktioniert haben. Ah, Leute. Der riecht um was. Oha. Oha, Leute. Oha. Jagdmodus. Jagdmodus. Ja. Schnapp ihn dir. Ja, mein Freund. Der hat ihn im Visier, mein Freund. Boah, die Ziege läuft schon. Jetzt dreht er sich wieder weg. Okay. Doch keine Lust auf die Ziege. Vielleicht der andere. Wenn der denn klappt. Oh, das dauert ja richtig lange. Ich weiß gar nicht, ob die Dauer zunimmt, wenn man die Genome weiter modifiziert. Das weiß ich jetzt halt nicht. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls einer zuguckt und da einen Tipp geben kann. Dass wenn man die Genome modifiziert, ob dann die... Ob dann das dann länger dauert. Also Sinn wird schon machen. Wir gehen nochmal auf den Huyango. Huayango oder wie heißt. Heißt der denn nicht richtig? Huyangosaurus, ja. War doch gar nicht falsch. So, meine Freunde, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gehen wir nochmal auf die Forschung. Was forschen wir denn? Gehege. Leichter Stahl, elektrisch, ja. So. Oder brauchen wir das? Noch nicht. Das ist mir zu teuer gerade. Boah. Isla Matanzeros. Gewinn pro Minute 120.000 fast haben wir. Das ist doch schon mal richtig gut, Leute. Was ist das hier? Ja, das ist uninteressant, finde ich. Ne? Genetische Forschung ist eher unser Ding. Alpin aussehen für. Okay. Starke Heilung, das bringt... Okay, das ist doch gut. Gewebe-Regeneration, das ist okay. Das wollen wir machen. Kostet auch nicht so viel. 75.000, das können wir uns ja leisten. So, Yangosaurus haben wir auf jeden Fall schon auf 50%. Was heißt das für uns? Das heißt für uns, dass wir auf jeden Fall schon auf dem richtigen Weg sind und das weitermachen müssen. Wie sieht es denn hier aus? Oh Leute. Oh Leute. Das wird interessant. Das wird interessant. Wenn jetzt der geschafft, der Ceratosaurus, ey, ich werde durchdrehen. Oh Mann. Ich bin echt gespannt. 5% noch. Also 6, 5. 4. 3. 2. 1. Wow, Leute, Wahnsinn, den lassen wir auch direkt frei, den haben wir auch bestimmt, also kann man schon fast sagen, 2-Sterne-Bewertung auf jeden Fall. Ceratosaurus Nummer 2, meine Freunde, mal gucken, wie der, oh Leute, das sieht ja viel geiler aus. Oh mein Sie wissen, wie man Probleme löst, das ist eine wertvolle Eigenschaft, vor allem hier in der Gegend. Der sieht richtig geil aus, Leute. Der ist weiß-schwarz irgendwie. Wahnsinn, Alter. Entschuldigung, den Ausdruck, aber... Oh, jagt der jetzt direkt die Ziege? Oh, das wäre jetzt geil. Oh, Mann. Oder geht er zu seinem Kollegen? Oh, der ist auf jeden Fall auf der Jagd. Leute. Oder der will nur einfach nur Wasser trinken oder seinen Kollegen besuchen. Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall ist er... Okay, der will trinken. Nur trinken. Hat er denn schon Hunger? Wir beobachten ihn mal. Einen Augenblick. Wahnsinniges Tier. Wirklich. Also das ist echt wahnsinnig. Mal gucken, ob der sich die Ziege holt. Der schnüffelt schon. Mal gucken, ob das so eine faule Sau ist. Der da lieber das schon das tote Fleisch will. Oder ob er lieber seine Beute lieber selber jagt, meine Freunde. Dann wollen wir mal sehen jetzt. Jo, mal gucken. Da ist er auf der Jagd und der läuft. Oh nein, Leute, wirklich. Das ist wirklich eine faule Sau. Der nimmt sich lieber hier
das schon geschlachtete Fleisch. Oh Mann. Naja. Immerhin ist er, ne? Oh Mann. Ich dachte jetzt, der wird sich hier die Ziege oder so holen. Oder der andere? Holt der sich die? Nee. Was hat der denn für ein Problem? Nahrung. Hm. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich das mal demnächst mal das hier rausnehmen. Drei Worte. Auftrag? Sie? Ja. Nö, ich will keinen Hyangosaurus verkaufen. Nee, nee, das machen wir nicht. Der neue ist auch der Alpha, glaube ich. Max. Den nennen wir einfach. Nennen wir den nicht. Simba. Den nennen wir einfach Simba. Simba. Kurz und knapp. Gut, meine Freunde. Jetzt nehmen wir uns doch schnell einen Auftrag an. Guck mal. Sicherheitsgut. Wir nehmen mal Unterhaltung. Gucken, was da geht. Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Oh. Dieser Auftrag macht's möglich. Noch ein Ceratosaurus. Mensch. Noch ein Ceratosaurus. Drei Stück ist ein bisschen viel, ne? Oh Mann. Das hätte ich mal vorher annehmen sollen, die auch einen Auftrag. Simba ist auch gleich das Alpha-Tier hier, wie man sieht. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, Leute. Wir sind schon über zwei Sterne. Der Park läuft. Ach, wir wollen mal in den Fossilien gucken. Einmal wegen dem Hyangosaurus, wo wir auch schon auf 63%. Mensch, das läuft doch. Schicke ich den Heli nochmal los, wegen den Hyango. 105.000. Kostet ein bisschen was, natürlich. Ist ein bisschen weit weg, ja. Nach China zu fliegen ist halt nicht so billig. Und die Gäste haben wir auch ordentlich jetzt. Also richtig viele Gäste haben wir jetzt wohl. Das Hotel, kann man das sehen, ob das Hotel voll ist? Aha, Stromschutz. Ach, sowas gibt es auch. Wahnsinn. Park überfüllen, 100% des Handys. Aha, okay. Hat das auch Upgrades? Okay. Ja, okay, dann weiß ich schon mal Bescheid. Kraftwerk haben wir ein und das ist alles gut. Ja, dann würde ich in dieser Folge schon auch Schluss machen. Diese Folge beenden quasi, Entschuldigung. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, meine Freunde. Und würde mich über einen Daumen und Abonnement freuen. Das würde mich sehr unterstützen und würde mir das ermöglichen, das alles weiterzumachen. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich heiße Eines und freue mich auf das nächste Mal. Und wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Leute.